Okay, es geht weiter mit Outlast. Wir sind letztes Mal vor dieser wunderschönen Tür hier stehen geblieben, die wir hoffentlich nicht aufmachen können. Ich bin zufrieden. Puh, was ist das? Sind das Zeitungen? Was sind denn das für seltsame Ereignisse in diesem Keller? Sowas hinterfragt man nicht. Okay, sowas hinterfragt man nicht. Aber am Ende wird man enttäuscht. Wir können hier lang gehen. Da waren wir noch nicht. Also es ist keine gute Sache. Denn... Nein, Mann. Nicht cool, Bruder. Komm, ist hier nicht der wunderschöne Hauptausgang, den wir aber nehmen können? Vielleicht? Ich glaube, wir sind gezwungen, diesen Weg einzuschlagen. Oder wir können ja nochmal nach dem Aufzug schauen. Einen Aufzug will ich eigentlich auch nicht. Klappt das mehrmals? Nein, schade. Oh Gott. Oh Gott, hat mich der Ventilator gerade erschreckt. Oh Mann, das war witzig. Der Ventilator hat mich kurz ein bisschen erschreckt. Nicht, dass sie noch von oben irgendwas kommt, das wäre. Okay, wir wollen in diesen Gang. In den gerade jemand schon umhergelaufen ist. Toiletten. Was ist das? Was ist das? Bitte erzähl mir, was ist das? In das Gedärme. Nicht cool, Mann. Das ist echt nicht cool, Mann. Ich will da nicht reinschauen. Aber der Typ war in da hinten. Das ist. Hallo! Ich mach's einfach schnell. Hallo? Hier ist niemand. Oder? Der lebt nicht mehr. Gute Sache, mehr oder weniger. Aber ich kann zu ihm gehen. Das ist nicht gut. Rudi? Jo? Rudi? 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 Hast du Bock? Okay, das ist echt böse. Hier ist ein Computer. Ich kann hier bestimmt irgendwas machen. Hast du eine Lampe? Das finde ich asozial. Kann man sich Kopf stoßen? Das ist gefährlich. Das ist schlimmer als bei Conny. Ja! Ich habe mir eine Lampe gestoßen. Ah, eine Batterie. Ich sag doch, ist gefährlich. Oh Mann, ich habe mich wieder an der Lampe gestoßen. So eine Lampe, die da hängt. Okay, Batterien aufladen. Alles klar, ich gehe da mal wieder. Ne? Ich wollte mir nur deine nicen Batterien leihen. Ach, fuck, warum ist sie zu? Ich habe diese Tür nicht zugemacht. Ich bin mir sicher, ich habe diese Tür nicht zugemacht. Ich will diese Tür nicht aufmachen. Oh, wow, hier ist eine Hand. Gib mir Brofist, Bruder. Hier sind überall Körperteile. Ah. Irgendjemand? Oh, sein Stöhnen wieder. Wie er wieder abgeht. Okay, nächster Raum. Ah, da ist nur Putzzeug. Wie beruhigend. Kann ich da vielleicht reinlunsen? Ach, perfekt. Schönen guten Tag. Boah, das muss ich kurz aufnehmen. Das grenzt schon tatsächlich an, ja, das ist schon, ordentlich. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, hab mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Ey, also ich hab das Spiel voll schön überlistet. Normalerweise sagt es dir, hey, du öffnest die Tür und dann kriegst du hier Dingsen. Kannst du aufnehmen. Aber ich habe ihm gesagt, hey, yo, ich bin hier. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Haha. Oh, kann ich da hoch? Ah, so geht's auch. Cool. Hi, Brudi. Na, ich geh besser mal weg. gibt's dazu auch eine Notiz, das wäre Gold wert. Ja, weißt du, musst du aufpassen, wenn du mal auf Toilette gehst. Da kommt sie, die Hand. Oh, weiter geht's. Aber hier ist der Sicherheitsraum. Oh, das war laut.
Schnell rein. Schnell rein. Und schnell zu. Okay. Okay, mach mal irgendwas Awesome-mäßiges. Computermäßiges. Aha. Ein Überwachungsmonitor. Interessant. Der Priester mit seinem wunderschönen Kreuz. Hallo. Ups. Okay. Okay, okay. Ich höre. Aha, okay. Warte, mach. Okay. Ich bin froh, das so schnell begriffen zu haben gerade. Mit dem Spind. Na. Ah, den kann ich aufnehmen. Linke Maus, das zu verlassen. Okay, ich nehme die rechte. Ich bin keine Schlampe. Ich bin eine, wunderschöne... Ah, schau mich nicht an. Danke. Genau das wollte ich damit sagen. Wenn ich jetzt den Spind öffne... Ja, eigentlich würde ich gerne mein ganzes Leben hier drin bleiben, bis ich verhungere. Verdurste eher. Das wäre mir tatsächlich lieber. Hallo? Hast du eine Waffe oder sowas? Was bist du überhaupt? Du hast eine Krawatte an, ich habe Respekt vor dir. Was laber ich hier? Ist das irgendwas? Nein. Schade. Also, so wie es hier aussieht, sind wir wahrscheinlich beim Träger zu Hause. Er hat seine Stromrechnung wieder nicht gezahlt. Insider wissen Bescheid. Es geht weiter. Da ist eine zugenagelte Tür, das finde ich tatsächlich recht sympathisch, finde ich gut. Will ich da jetzt weiter entlang? Da kam der Fettsack her, da war der andere Typ da. Will ich da jetzt noch lang? Da steht immer ein Exit. Ich laufe einfach weiter. Ich kann den Scheiß mir in die Hosen. Ich drehe durch. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt kaum was. Aber es scheint hier sicher zu sein. Ist das... Okay. Es sah für mich kurz so aus, als wäre das einfach so ein Skelett oder so. Oder Knochen. Dokumente. Ich kriech mal hier hinter den Schreibtisch neben meinen Buddy, der hier sehr gefährliches Yoga ausübte und daran wohl verstarb. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund eines bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Warrider verbleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Ein weiteres totes Telefon, was immer noch kein Kabel hat. Und wahrscheinlich auch noch nie eins hatte. Vielleicht führt das durch den Tisch. Ach scheiße, meine Batterien. Ich will in diesen Kamin, ich will hochkriechen. Das ist Verschwendung an Batterien, ne? Naja, ich sollte abhauen. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. Oh. Ein Stück weit wünsche ich mir, sie nicht gefunden zu haben. Wünschte ich es mir. Ich will diese Tür nicht aufmachen. Sie sagt mir, sie ist böse. Und mir wird nicht gezeigt, dass ich sie aufmachen kann. Wahrscheinlich kann ich sie nicht aufmachen. Oder? Die Frage, die ich mir stelle. Jemand ist doch von links nach rechts gelaufen. Dann ist er wahrscheinlich in diese Tür, weil in die geht nicht. Ich knall auf, ja. Ich sehe nichts. Hier ist überhaupt nichts. Weißt du, was mich ein bisschen stört? Ich wurde lange nicht mehr erschreckt. Das ist böse. Wahrscheinlich werde ich bald richtig, richtig böse erschrecken. Auf das läuft es also hinaus, ha? Huh? Oh, nee, warte. Ach so, das ist halt wirklich das gleiche Zimmer. Das ist ein ziemlich krasser Troll. Okay, kann ich hier entlang? Will ich hier entlang? Nein? Okay. Der Typ ist in... Der muss in diese eine Tür gelaufen sein, ne? Also in die wir wohl gezwungen sind, reinzulaufen. Also hier drin ist jemand. Da ist einer drin. Na, schauen wir mal nach. Nein, sagt auch nichts. Vielleicht hat er sich vor uns versteckt und deshalb die Tür zugenagelt und ist in Wirklichkeit hier reingelaufen.
Das wird's bestimmt sein, René. Vielleicht verpisse ich mich auch einfach. Und ich renne dabei besser. Wo bin ich? Wo bin ich? Das, okay. Hier bin ich. Okay. Es fühlt sich ein bisschen sicher hier an, weil das so der Hub ist. Aber ich möchte gerne irgendwie Licht haben. Wir haben kaum Licht. Das stört mich richtig. Ich muss mal ein bisschen runterkommen. Ich muss mal ein bisschen chillen, glaube ich. Ich bin gerade einfach ein bisschen zu nervös. Ist die Tür offen? Sag mir bitte nicht, die Tür ist offen. Und da hat der Typ wahrscheinlich auch hier den Strom ausgemacht. Durchaus interessant. Da geht's also weiter. Dann könnten wir das Geheimnis der komischen Blätter lüften. Juhu. Aha. Aha. Ein Keller. Durchaus interessant. Seht ihr, jetzt konnten wir doch noch in dieser Folge das Geheimnis um diesen Raum, um die, um das, was hinter der Tür ist, lüften, ne? Wunderbar ist das. Warte, wir sind hier durch diesen Schlitz gekommen. Hier ist eine Tür. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich gar nicht mehr so große Angst, durch Türen zu gehen. Ich müsste diese Aussage jetzt richtig bereuen. So, durch die Tür und dann direkt. Ist irgendwas? Ich erkenne ja nichts. Ich sollte hier nicht langlaufen, glaube ich. Ah, Batterien. Wunderbar. Dann können wir das gerade mal testen. Wie war das? Ah, macht er gerade. Ah, sieht man mal. Wunderbar. Mehr oder weniger. Hey, ich verpiss mich. Tschüss. Niemand ist da. Niemand. Überhaupt niemand. 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 Nun, ob das Fliegen sind oder nicht, werden wir im nächsten Part herausfinden müssen. Bis dahin, tschüss.